Oh, ich hoffe, ihr rennt nicht da hoch. Das wäre unschön. Was jetzt? Ich bin müde. Keine Rast. Darauf muss ich echt achten, dass keine Orks da hoch in das Lager rennen. Ist was. Dorthin also. Ja. Und ja, einmal kann ich. Und ich glaube, ich sollte sie dann auch erstmal wieder abziehen von ihrer Arbeit. So. Nee, Totem Power. Ganz ehrlich, Totem Power. Was wollt ihr sonst? Ja, sobald wir den Steinwerfer eigentlich los sind. Sollte der Rest kein Problem mehr sein. Nicht zurückweichen! Standhalten, Männer! Tod den Feinden! Vorsicht, Gegner! Die meinen es ernst! Wir werden angegriffen! Oh, der Steinwerfer schießt auf mich. Clanbrüder zu mir! Praktisch. Runenkrieger zu mir! So, dann kann ich ja jetzt eigentlich wieder die Orks arbeiten lassen. Hätte, glaube ich, gar nicht aufhören brauchen. Muss aber sagen, der Steinwerfer hat gut auf wehgetan. Meinen Befehl. Auf mein Zeichen. So, gut.
Ich weiß nämlich, das Portal geht nach Shaldun, steht da nicht umsonst. An das erinnere ich mich noch, dass da Truppen durchkommen, die von einem ziemlich üblen General angeführt werden. Und ja, Spoiler-Alarm, aber das werden wir ja eh gleich sehen, wahrscheinlich noch in der Folge. Für den Clan. Bin schon auf halbem Weg. So, meine Armee hat hier geklärt. Oh, hier ist auch noch eine Höhle gewesen, gell? Ja. Die Leute haben sich aus deinem Lager etwas Nahrung genommen. Gut, sammelt noch 900 Nahrung. Okay, Windstahlhammer, Lapislazuli und ein stumpfes Kurzschwert. Antikes Schwert, das ist aber ein Einhänder, oder? Ja. Die Leute haben sich aus deinem Lager etwas Nahrung genommen. Sammeln noch 800 Nahrung. Okay. Die Leute haben sich etwas Nahrung genommen. Wir brauchen wohl noch dreimal so viel. Ja, jetzt sind wir bei 700 unten. Wir haben leider immer noch keine Feuerwerfer, oder? Nein. Also ja, ich habe da einen stehen. Ja, ich glaube immer, wenn wir so bei 150 sind, oder? Die Leute haben sich aus deinem Lager etwas Nahrung genommen. Ja, so, wenn wir bei 150 sind. Da wäre sogar noch Eisen. Die Flüchtlinge sind gestärkt, aber wir brauchen bestimmt noch einmal so viel. Es ist ruhig. Die Imperialen lassen auf sich warten. Bitte verschrei's nicht, Lena. Danken wir den Göttern dafür. Aber ja, die meisten Jäger sind zum Glück noch an der Arbeit. Wenn die Imperialen kommen, muss ich halt gucken, dass meine Jungs hier das Gebiet so lange wie möglich halten. Die Leute haben sich aus deinem Lager etwas Nahrung genommen.
Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass es so kurz vorher war. Ja. Also kurz bevor ich die Nahrung zusammen habe, sollten die Imperialen dann ankommen. Aber sich zum Glück langsam bewegen. Die Leute haben sich aus deinem Lager etwas Nahrung genommen. Und da sind sie schon. Schickt Speer in den Sumpf. Scheucht das Gewürm heraus. Schnell, wir brauchen mehr Nahrungsmittel. Da sind sie. Es ist Drakon Arach und die Rote Garde. Der Angriff beginnt. Zu den Waffen. Bald haben die Leute genug Nahrung. Zu den Waffen. Nur noch ein bisschen. Tue wie befohlen. Ja, zweimal noch. Vorwärts, vorwärts. Ja, und der Drakon Arach, den General, den ich gemeint habe, der ziemlich böse aussieht und auch Level 20 ist und so. Nicht zurückweichen. Clanbrüder zu mir. Zu den Waffen. Lauft. Was liegt Arthur wie befohlen? Tod den Feinden. Zu den Waffen. In Deckung! Mich hat's erwischt. Die Leute haben sich aus deinem Lager etwas Nahrung genommen. Tod den Feinden! Clanbrüder zu mir! Ja, der imperiale Henker ist halt ziemlich stark. Sie meinen es ernst. Außer für mich selber. Clanbrüder zu mir! Halten. Okay, Lena macht sich auf den Weg, dann sollten wir das auch tun. Zu den Waffen, lauft! Ja, zieht zur Grenzfestigung. Die Leute haben sich aus deinem Lager etwas Nahrung genommen. So, da kriegt ihr noch einen. Die Flüchtlinge ziehen weiter. Und ja, da kommt der Hauptangriff des Drakon. Angriff! Macht sie nieder! Wir sind also schon mal auf der Flucht. Die Flüchtlinge fliehen auch. Die Orks werden sie noch so lange aufhalten wie möglich. Sie kommen! Die Garde greift an! Halte sie auf, bis die Flüchtlinge die Festung erreicht haben! Ihr könnt die Orksiedlung nicht halten. Das Land ist zu offen. Die Truppen des Imperiums würden euch einkreisen. Geht zur Grenzfeste der Elfen und baut dort eine neue Verteidigung auf. Ja. Tod den Feinden! Freund? Können wir diese Festung für uns einsetzen? Das müssen wir. Noch plündern die Imperialen das Orkdorf. Aber sie werden nicht lange zögern, um uns nachzusetzen. Ich werde die Flüchtlinge den Berg hinaufführen. Halte die Imperialen auf, solange du kannst. Benutze das Monument und die Befestigungen der Elfen. Damit solltest du sie eine Weile aufhalten können. Zieh dich zurück! Es sind zu viele! Zurück! Zur Wehrfeste, schnell! Lauf! Sie besetzt ein Monument. Brennt alles nieder. Ja, da kommen noch mal neue Truppen.
Oder muss ich da oben hin? Wo war nochmal das Monument?